Medias in res. Wir werden uns in diesem Video näher damit befassen, was im Inneren eines Computers vorgeht, also wie die Verarbeitung von Daten erfolgt und was genau bei der Ausführung eines Computerprogramms passiert. Beginnen wir mit einem Automaten. Stellt euch einen einfachen Getränkeautomaten vor. Wir wissen alle, wenn wir eine bestimmte Anzahl von Münzen in den Automaten werfen und ein Getränk per Knopfdruck auswählen, dann bekommen wir im besten Fall als Ausgabe das gewählte Getränk. Allgemein kann man sagen, es gibt Ein- und Ausgabeelemente und dann gibt es noch Verarbeitungselemente und Vorgänge, die zwischen Eingabe und Ausgabe erfolgen, die aber meistens nicht sichtbar sind. Was entspricht nun der Ein- und Ausgabe bei Computern? Es ist ganz einfach. Wir füttern den Computer mit Daten oder genauer gesagt Befehlen, zum Beispiel über Touchscreen, Maus, Tastatur oder Mikrofon und erhalten als Ausgabe zum Beispiel eine grafische Veränderung am Monitor oder einen Ton über den Lautsprecher. Wir können also festhalten, jede künstliche Verarbeitung von Daten erfolgt nach dem EVA-Prinzip. EVA steht für Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Um das zu verstehen, müssen wir uns zuerst damit beschäftigen, aus welchen Bauteilen, also aus welcher Hardware sich ein Computer zusammensetzt. Unser vereinfachter Computer besteht im Wesentlichen aus 6 Teilen. Beginnen wir mit der CPU. Die CPU, kurz für Central Processing Unit, zentrale Verarbeitungseinheit oder einfach Prozessor, ist das Gehirn des Computers. Sie übernimmt alle Rechenoperationen und setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Das Steuerwerk erzeugt die Steuersignale für die weiteren Komponenten der CPU und des Computers. Das Rechenwerk besteht aus Hilfs- und Statusregistern und dem Schaltnetz, das die Rechenoperationen durchführt. Und Register sind Speicher mit einer superschnellen Zugriffszeit. Wir sehen hier eine schematische Darstellung der CPU. Das Rechenwerk besteht hier aus 8 Registern, R1 bis R8. Der Programmzähler ist ein Register, in dem die Speicheradresse des Befehls steht, der soeben vom Steuerwerk aus dem Hauptspeicher geholt wurde. Der Programmzähler zeigt also immer auf eine Speicheradresse im Hauptspeicher. Gleich aber mehr dazu. Die CPU versteht Maschinensprache und kann ein Maschinenprogramm ausführen. Das Programm und die zu verarbeitenden Daten müssen sich dabei im Hauptspeicher befinden. Der Hauptspeicher wird häufig auch als Arbeitsspeicher oder RAM für Random Access Memory bezeichnet. Die CPU kann direkt auf die Speicheradressen und somit auf den Speicherinhalt des Hauptspeichers zugreifen. Ein Maschinenbefehl wird zuerst vom Hauptspeicher in die CPU geholt, Fetch, und danach ausgeführt, Execute. Die berechneten Ergebnisse kommen wieder in den Hauptspeicher zurück und können dort von der Ausgabeeinheit abgeholt werden. Der Hauptspeicher enthält im Moment noch keine Programme oder Daten, aber das wird sich später gleich ändern. Es geht weiter mit dem Bussystem. Das Bussystem eines Rechners ist dafür zuständig, Daten zwischen den einzelnen Einheiten des Computers zu transportieren. Der Eingabe-Ausgabe-Bus ist für den Datentransport zwischen externen Geräten, zum Beispiel Monitor, Drucker oder USB-Stick, und dem Hauptspeicher zuständig. Für die Kommunikation zwischen Hauptspeicher und den schnellen Registern der CPU sorgt der Daten- bzw. der Befehlsbus. Zur Vereinfachung sprechen wir in weiterer Folge aber nur von einem gemeinsamen Bus, in denen Daten einsteigen, mitfahren und dann wieder aussteigen. Jetzt fehlt noch die Schnittstelle zum Eingabe- bzw. Ausgabegerät. Die Eingabeeinheit hat die Aufgabe, Eingaben an den Computer weiterzuleiten, indem sie diese an den Bus weitergibt. Von dort geht die Eingabe zuerst in den Hauptspeicher. Die Ausgabeeinheit dient dazu, die berechneten Ergebnisse wieder in eine für den Menschen lesbare oder erkennbare Form zu bringen, zum Beispiel über den Monitor, Drucker oder Lautsprecher. Sie erhält die Daten über den Eingabe-Ausgabe-Bus aus dem Hauptspeicher. Und zu guter Letzt braucht es noch einen Speicher, wo wir Daten und Programme dauerhaft speichern können. Die Festplatte kann als Standardbeispiel für einen externen Permanentspeicher angesehen werden.
Informationen, die auf der Festplatte stehen, bleiben dort erhalten, auch wenn man den Computer ausschaltet oder der Strom ausfällt. Damit ein auf der Festplatte gespeichertes Programm von der CPU ausgeführt werden kann, muss es zuerst in den Hauptspeicher geladen werden. Aber nun genug von der Theorie. Lasst uns nun ein erstes eigenes Programm schreiben bzw. programmieren, das später von der CPU ausgeführt werden soll. Das Programm soll die Fläche eines Quadrats mit der Seitenlänge a gleich 5 berechnen. Damit wir diese Rechenaufgabe mit Hilfe des Computers lösen können, müssen wir aber dessen Befehlssatz oder Instruktionssatz kennen. Unterschiedliche CPUs haben eine unterschiedliche Architektur und daher auch unterschiedliche Befehlssätze. Der Befehlssatz ist die Menge aller Befehle, welche die CPU verarbeiten kann. Das sind die zulässigen 8 Befehle, die unsere CPU in diesem Beispiel verarbeiten kann. Bevor wir nun weitermachen, müsst ihr euch den Befehlssatz genauer ansehen. Das ist unser Testprogramm. Es besteht aus 7 Befehlen und soll die Fläche eines Quadrats mit einer bestimmten Seitenlänge berechnen. Um überprüfen zu können, ob das Programm bei der Eingabe der Seitenlänge auch die Fläche richtig berechnet, müssen wir es ausführen. Das Programm befindet sich zu Beginn auf der Festplatte. Aber wie kommt das Programm nun in den Hauptspeicher? Stellt euch vor, das Programm kann durch einen Doppelklick auf ein entsprechendes Icon am Desktop gestartet werden. Dadurch wird das Programm von der Festplatte in den Hauptspeicher geladen. Dem Programm wird ein bestimmter Adressbereich im Hauptspeicher, auch User Space genannt, zur Verfügung gestellt. Der erste Befehl des Programms kommt in das Haus mit der Adresse S1. Der zweite Befehl kommt in das Haus mit der Adresse S2 und so weiter. Das Programm erwartet eine Eingabe, nämlich den Wert für die Seitenlänge a des Quadrates. Wir wählen für a gleich 5. Diese Eingabe erfolgt standardmäßig über die Tastatur. Die Zahl 5 wird also mit dem Bus in den Hauptspeicher, genauer gesagt zum Haus mit der Speicheradresse S0, dem Standard-Input, transportiert. Die Speicheradresse S0 wird in unserem Beispiel für alle Eingaben, Inputs und alle Ausgaben, Outputs, verwendet. Nun wird der erste Befehl ausgeführt. Der Programmzähler muss dabei auf den ersten Befehl des Programms zeigen, was durch den Pfeil symbolisiert wird. Der Wert des Programmzählers muss auf S1 gesetzt werden. Der Befehl, auf den der Programmzähler zeigt, wird nun in die CPU geholt und anschließend ausgeführt. Die Ausführung des Befehls bewirkt, dass die Eingabe, also die Zahl 5, in das Haus mit der Speicheradresse S8 gespeichert wird. Der Programmzähler wird um 1 erhöht und zeigt jetzt auf die Speicheradresse des Befehles S2. Der Befehl wird nun in die CPU geholt und ausgeführt. Er bewirkt, dass der Wert, der im Haus mit der Speicheradresse S8 gespeichert ist, ins Register R1 geschrieben wird. Zur Wiederholung, Register sind ebenfalls Speicher. Der Programmzähler wird wieder um 1 erhöht, der entsprechende Befehl in die CPU geholt und ausgeführt. Die Ausführung des Befehls write S9 bewirkt, dass der Wert, der im Haus mit der Speicheradresse S9 gespeichert ist, also die Zahl 25, auf den Standard-Output geschrieben wird. Das bedeutet, dass die Zahl 25 im Haus mit der Speicheradresse S0 gespeichert wird. Die Zahl 25 wird dann zum Beispiel am Screen ausgegeben. Nachdem die CPU den Befehl Stopp ausgeführt hat, wird das Programm beendet. Fassen wir nochmal zusammen. Um dem Computer sagen zu können, was er zu tun hat, mussten spezielle Befehle verwendet werden. Diese Befehle können als Wörter einer Sprache aufgefasst werden. Um den Computer programmieren zu können, muss also eine spezielle künstliche Sprache erlernt werden. Eine solche Sprache wird Programmiersprache genannt. Mehr dazu dann aber später. Wir haben unser Programm in einer hardwarenahen Programmiersprache geschrieben, da Speicherzellen im Hauptspeicher und Register innerhalb der CPU adressiert wurden. Was die einzelnen Befehle genau bewirken, konnten durch Befehle wie Load und Store grob erahnt werden. Wir haben hier eine fiktive Assemblersprache, einen fiktiven Befehlssatz verwendet.
In der Realität muss je nach Typ des Computers ein anderer Befehlssatz und somit eine spezielle Assembler-Sprache zur Programmierung verwendet werden. Da ein Assembler-Programm nicht wirklich locker lesbar und verständlich ist, wurden in den 1960er Jahren sogenannte höhere Programmiersprachen entwickelt, die für uns Menschen leichter erlernbar sind, weil die verwendeten Wörter und Befehle an die natürliche Sprache des Menschen angepasst wurden und man sich in der Regel nicht mehr um Speicheradressen und Register kümmern muss.